Ziemlich sicher, dieses Video wird den einen oder die andere einfach nicht interessieren, aber die Frage kommt ja immer wieder, Rainer, welche Uhr hast du da oben? Und ich zeige dir meine drei liebsten Outdoor-Uhren und wenn du das wissen willst, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Meine liebsten Outdoor-Uhren. Ich gehe es da rein auch durch, ich bin kein Uhrenexperte, also ich kann da jetzt wenig über die technischen Daten sagen. Ich erzähle dir nur die Idee dahinter. Das hier ist eine Swiss Military, ja, Swiss Military, das ist eine Quarzuhr, die gibt es auch als Automatikuhr, aber die ist als Quarzuhr ausgeführt und die habe ich jetzt noch nicht so lang, aber die taugt mir irrsinnig. Ich werde übrigens dieses Metallband umbauen in einen NATO-Band. Warum? Weil ich auf das total stehe. Ich stehe auf diese NATO-Bänder, diese Textilbänder, die sind mir viel, viel lieber, aber egal. Es ist eine Quarzuhr und jetzt fragen mich ja dann immer wieder mal die Leute, ja, du hast eine Taucheruhr beim Survival, eine Taucheruhr, du bist ja sowieso, ja, dass ich einen Knall habe, das gebe ich sowieso zu, ist mir egal, aber ich mag diese Taucheruhr, das hat einen ganz, ganz speziellen Grund, und zwar durch dieses Drehdingsbums hier, das geht natürlich nur in eine Richtung, diese Lünette, glaube ich, heißt das. Das ganze Teil ist aus Edelstahl, wie gesagt, ich glaube 5 Jahre Garantie, Saphirglas, das ist mir auch recht wichtig. Sie spiegelt ein bisschen, also wenn du so auf Soldat und auf Stealth-Mode bist, dann ist das wahrscheinlich nichts, weil die spiegelt doch relativ. Aber jetzt haben wir zum Beispiel Überlebenstraining und wir sind draußen und ich sage, okay, ihr habt jetzt Zeit, 10 Minuten irgendeine Übung zu machen. Dann gehe ich beinhart her und drehe eben diese Lünette auf den Minutenzeiger, so jetzt, ja, das sieht man leider eben nicht so gut, weil es eben spiegelt, leider, und dann habe ich Zeit, dann kann ich plaudern und irgendwie ein bisschen deppert reden, so wie ich das halt gern tue, und dann schaue ich immer wieder mal so kurz hin, und wenn dann der Minutenzeiger auf der 10 ist, dann weiß ich, meine 10 Minuten sind aus. Das Schöne ist, die leuchtet auch in der Nacht, das ist mir extrem wichtig, ich brauche Leuchtuhren, besonders draußen. Wir machen Orientierungsübungen bei Nacht, wir machen Nachtübungen, und da ist es gut, die Zeit im Blick zu haben. Meine Uhr ist irgendwie immer ganz wichtig. Chronograph, ne? Chronos. Eigentlich knechtet sie uns, eigentlich knechtet uns diese Zeit, dieser Chronos. Man sollte ja eher in den Eos gehen, in das Gefühl, in das Lebensgefühl. Kann ich irgendwie nicht. Wurscht. Das ist diese eine Uhr hier. Ich gebe da unten den Link. Die gibt es in einem Partnershop. Schau dir das ganz einfach an. Ich verkaufe selber keine Uhren mehr. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber das ist mir einfach zu. Ich kenne mich nicht gut genug aus. Es ist so eine. Ich mache das gern, aber ich bin da kein Experte daher. Aber die taugt mir doch schwer und auch groß, ist also ein großer Brummer. Und ich habe ja nicht nur Speck auf den Rippen, sondern ich habe auch eine fette Hand. Nein, also das ist, ich glaube, 44 cm Durchmesser, also das ist gut. So, jetzt gehe ich in eine ganz andere Richtung und ich werde jetzt auch den einen oder anderen schon hören, der sagt, nee, das ist eine Quarzuhr. Und ja, ist eine Quarzuhr, gibt es aber auch als Automatik, aber ich habe sie halt als Quarzuhr. So, weil natürlich EMP, elektromagnetischer Impuls, Stromausfall und man hat keine Batterien mehr und so weiter und so fort. Und ja, das ist richtig, dann gibt es halt Automatikuhren. Und ich habe Seiko sehr gerne als Automatikuhren. Das hier ist so diese Paddy, das ist diese Tauchvariante. Und auch hier wiederum diese drehbare Lünette. Ja, ich mag das. Bei der hört man, ist das gut oder schlecht? Ich weiß, dass es den einen oder anderen Uhrmacher bei mir bei den Zusehern gibt. Schreib mir, ist das cool, wenn es so rotiert oder nicht? Weil diese Swiss Army zum Beispiel, bei der ist es nicht so, die ist ganz leise. Die. Und jetzt noch einmal den Vergleich zu dieser Swiss Army. Ist ganz leise. Ist das gut, schlecht? Ich habe keine Ahnung. Preissegment, ich meine, sind beide ungefähr in derselben Richtung. Und auch das ist so ein richtiger schöner, fetter Brummer. Ich habe mal, da war eigentlich so ein Kautschukband drauf und ich habe mir da, ich werde mir auch auf die Swiss Military, die habe ich wie gesagt erst ein paar Wochen, da werde ich mir auch so ein Textilband drauf machen. Auch ein fetter Brummer, also da stehe ich auch drauf. Die ist auch super, die ist auch nachtleuchtend. Bei der ist es aber so, ich glaube, dass das ein eigenes von Seiko entwickeltes Leuchtdingsbums ist. Da gehe ich mit der Taschenlampe einmal drauf und dann leuchtet das. Aber das leuchtet so richtig. Ja? Also auch nichts für die Sniper und Scharfschützen oder sonstiges, die verdeckt arbeiten wollen. Denn damit kannst du in der Nacht wirklich so machen und das siehst du wirklich weit. Also das ist wirklich sehr, sehr hell. Geht dann zurück und wird dann weniger. Hält fast die ganze Nacht, ist ausreichend. Das hier ist so eine Tritium-H3-Füllung. Bei dieser Swiss Military, die ich da zuerst gezeigt habe, das heißt, die leuchtet immer sehr dezent, aber sie leuchtet. Viel dezenter. Ja, gut.
geht nicht aus. Wie gesagt, ich glaube 5 Jahre Garantie mal auf das Gehäuse selber und mindestens 10 Jahre auf dieses Leuchtdingsbums, aber schau dir das ganz einfach an. Und natürlich gebe ich dir auch den Link hier, die habe ich auf Amazon gekauft, gebe ich da den Link dazu, ich werde schauen, ob sie noch gibt. Was ich bei dieser Uhr so schön finde, ist dieses Blau. Ich war früher mit meiner Frau öfter am Meer, oft am Meer, war so schön. Und jetzt mit den Kindern, das ist irgendwie ein bisschen schwierig und auch mit der Gesamtsituation, in der ich lebe, momentan nicht. Aber dieses Blau, da innen, Ziffernblatt nennt man das, glaube ich, das erinnert mich immer so ein bisschen an das Tauchen und an das Schnorcheln. Das war schön. Super Uhr, habe ich sehr, sehr gerne dabei. Und wenn du schon einmal bei mir auf Val d'Olabardé beim Training warst, hast du die hier vielleicht schon auch einmal gesehen. Ja, unter anderem. Ja. Und wenn du zukünftig kommst, wirst du jetzt die Swiss Military öfter sehen. Und dann gibt es noch was. Also es ist so ganz anders. Und zwar eine Solaruhr, eine G-Shock, japanische Schlag mich tot. Die hier kommt ja aus Japan und die hier kommt auch aus Japan. Und eigentlich... Nein, Blödsinn, halt, ich muss noch mal von vorne anfangen, Entschuldigung. Die kommt aus der Schweiz, rein ist der Trottel, ja. Die kommt aus der Schweiz, die kommt aus Japan und die G-Shock kommt auch aus Japan. Und bei der ist es halt so, also die ist halt, einige haben mal geschrieben, wo ist dieses, was hast du da für ein hässliches Ding am Arm? Ich habe mir das übrigens auch NATO-Strip umgebaut, da gibt es diese Adaptoren hier und die ist Solar. Die hält extrem viel aus, die ist 100 wasserdicht, also schau mal, warte mal ganz kurz, die ist 200 Meter wasserdicht und die ist auch 200 Meter wasserdicht. Die sind ziemlich vergleichbar, einfach so von der Idee her. Und bei der ist es halt so, die ist extrem leicht und auch klein und irgendwie so, weiß ich nicht, ich weiß es nicht, erinnert mich irgendwie an meine Volksschulzeit. Da gab es auch so Casio-Uhren, ich weiß, dass das auch eine Casio-Uhr ist, da konnte man Taschenrechnen und da habe ich mir vorgestellt, ich wollte das zu meinem 8. Geburtstag oder was haben, dass ich dann in der Schule schummeln kann. Meine Eltern haben natürlich gesagt, na, kriegst nicht, obwohl ich ihnen nicht erzählt habe, dass ich schummeln wollte, aber egal. Und eigentlich, wenn ich so, dann später, als ich älter wurde, war mir klar, dass ich eigentlich mit einem Stift hätte rechnen müssen und eigentlich absoluter Blödsinn ist. Aber das erinnert mich daran, an diesen Wunsch, den ich hatte, eine Casio-Uhr zu besitzen. Das haben wir jetzt eine gecheckt. Die ist solarmäßig aufgebaut und auch mit Funk zu irgendeiner europäischen Uhrenstation. Die ist cool. Die ist wirklich cool, die hält auch wirklich viel aus. Da habe ich schon angeschlagen oder sowas und da ist mir auch wurscht. Also jetzt ganz ehrlich. Die hier ist so silberfarben, ja, da sieht man die Kratzer nicht so stark. Aber bei der ist halt so, mein Bruder liebt auch schwarze Uhren, der ist ganz so schwarze Uhren und so weiter. Und seitdem habe ich auch einen Knall, also er ist schuld eigentlich dran, aber das ist egal. Auf jeden Fall, dass ich auch Uhrenknall habe. Auf jeden Fall, da ist es halt so, wenn du die so richtig am Boden haust, wird sie nicht kaputt, aber sie kriegt halt, sie schlägt ab. Ich habe eine andere, eine Steinhardt-Uhr, die ist auch, ich glaube, die heißt Ocean Black DLC, was weiß ich was. Und bei der habe ich halt auch schon ein paar Mal abgeschlagen. Und das sieht man halt dann. Aber dafür ist sie extrem elegant. Und ich glaube so, für das Everyday Carry, so für immer mit dabei haben, ist das einfach wunderschön und auch dezent. Aber jetzt, wenn ich arbeite, so Holz, würde ich dieses wunderbare Ding nicht benutzen. G-Shock. Die ist auch die günstigste von allen gewesen, wobei man natürlich das jetzt auch in Relation stellen muss. Ja. Die hat kein automatisches Lichti-Licht, da muss ich da oben drauf drücken und dann kommt das Lichti-Licht, das funktioniert auch super. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Das hat Vor- und Nachteile. Aber jetzt ist es nämlich so, jetzt stell dir vor, der schlanke Reini liegt wie ein Knackwurst, wie Frankfurter, wie Wiener Würstchen im Schlafsack. Ja, ich schnarch wirklich wie ein Schwein. Ja, daher lege ich mich immer weiter weg von der Gruppe, ja, weil die sind arm sonst. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall möchte dann immer wieder schauen, wie spät ist. Im Sommer ist es relativ egal, weil ich anhand des Sonnenstands ungefähr abschätzen kann. Aber wirklich nur ungefähr. Aber wenn wir so im Herbst, Frühling oder im Winter die Trainings machen und es ist einfach finster und du sagst, okay, 6 Uhr geht's los und es ist finster, finsterer wird es nicht. Besonders im Wald. Und da ist da, und dann muss ich knackwurstmäßig das auch rüberdrücken und drauf drücken. Also das geht mal irgendwie dann mal. Ah. Und da sind halt die beiden anderen Systeme cool, weil da mache ich nämlich nur diesen hier. Oh, kann weiter schlafen oder muss aufstehen. Also so von der Idee her. Beziehungsweise
wenn Sturm oder Wind einsetzt, da werde ich wach. Also ich schlaf draußen ganz selten so richtig total entspannt. Erst wenn wir einige Tage hintereinander verbracht haben, dann schon. Und da ist es dann auch so, wenn der Sturm einsetzt oder sich irgendetwas tut, dann schaue ich immer auf die Uhr, wie spät ist es denn, um ein Gefühl zu bekommen. Ich bin totaler Kontrollfreak. Vielleicht ist das schon aufgefallen bei meinen Videos. Na gut, ich habe jetzt meine drei liebsten Outdoor-Uhren oder Trageuhren vorgestellt, aber eigentlich ist das Video nicht ganz richtig, weil ich habe viel mehr Uhren und die trage ich auch und einmal die, aber die sind, also zumindest die jetzt momentan, weil ich die halt jetzt neu habe und Schatz, ja, und ich trage die anderen natürlich auch sehr gern, aber das sind auf jeden Fall die, die ich aktuell am meisten trage, wo es mich immer am meisten hinzieht. Jetzt bist du dran. Hat dich das Thema interessiert? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe davon aus, dass jetzt schon 99,9% aller Zuseher ausgeschaltet haben. Aber ist halt ganz einfach so. Welche Uhr magst du am liebsten? Gefällt dir die Swiss Military, die G-Shock oder die Seiko? Was ist da so deine Meinung? Ich gebe dir natürlich den Link, wo du diese Uhren natürlich auch bekommst und sowieso uns überhaupt und billigste Eigenwerbung. Und hat mich gefreut. Schreib mal einen Kommentar, Daumen nach oben, nach unten und Waldurlaub und Abo. Andere Videos, dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.